Dankeschön, dass du da bist. Wir praktizieren heute einen Flow, den ich vor ein paar Wochen mal auf Instagram hochgeladen habe, den ich ganz intuitiv damals auf meiner Matte einfach praktiziert habe. Und ich habe so viele Nachrichten daraufhin bekommen, ob ich den Flow nicht auch filmen könnte und auf meinem Kanal hochladen könnte. Und da sind wir jetzt. Es wird so sein, dass wir den Flow einmal ganz langsam aufbauen. Das heißt, wir gehen ihn direkt durch, aber werden die einzelnen Positionen ein bisschen halten. Und danach werde ich ihn nochmal fließend mit der Atmung anleiten. Und ja, das war es dann auch eigentlich schon. Also es wird wahrscheinlich ein recht knappes Video im Vergleich zu meinen anderen Videos. Genau, und ansonsten ja, würde ich sagen, du brauchst nicht mehr als deine Matte. Schau, wie du mitkommst, weil doch teilweise vielleicht ein bisschen anspruchsvollere Posen mit drin sind. Versuch vielleicht sonst für dich, wenn wir es langsam durchgehen, am Anfang schon irgendwie Alternativen zu finden oder was für dich gut passt, dass es dich dann am Ende auch wirklich gut und für dich auch intuitiv anfühlt. Und genau, dann würde ich sagen, roll die Matte aus, mach's dir gemütlich und komm in die Position des Kindes. Du kannst hier im Kind die Arme gerne lang nach vorne ausstrecken oder auch neben deinen Körper legen. Und dann wollen wir auch hier erstmal wirklich kurz ankommen und sammeln. Und ein bisschen mehr auf die Atmung konzentrieren, weil gerade wenn wir wirklich durch die Yoga-Praxis fließen wollen, ist unsere Atmung hier der ausschlaggebende Punkt. Und die Atmung trägt uns sozusagen von Übung zu Übung. Ganz egal, woher du jetzt gerade gekommen bist, wie stressig es vielleicht vorher war, vielleicht bist du gerade erst aufgestanden oder möchtest gleich zu Bett gehen. Komm jetzt wirklich ganz auf deiner Matte an und lass alles erstmal vor der Tür und nimm es nicht mit auf die Matte. Nimm hier noch 2 bis 3 tiefe Atemzüge. Und dann ganz langsam roll dich jetzt Wirbel für Wirbel auf und komm auf deinen Fersen zum Sitzen. Dann kreis hier mal ganz entspannt deine Schultern. Dann mit der Einatmung führ die Arme lang nach oben, streck dich. Und ausatmen, bring die Hände geschlossen vors Herz. Wieder einatmen, lang nach oben und ausatmen, tief. Noch einmal tief einatmen und aus. Mit der nächsten Einatmung die Arme wieder nach oben anheben. Und dann ausatmen, setz die rechte Hand rechts neben dir auf und zieh die linke Flanke in die Länge. Lehne dich richtig zur Seite rüber. Einatmen, komm zurück in die Mitte und ausatmen zur anderen Seite. Auch hier einatmen, wieder in die Mitte zurück. Mit der Ausatmung öffnen deine Arme jetzt hier, die Kaktusarme, also dass die Arme auf die Ellbogen sind, auf Schulterhöhe im 90 Grad Winkel gebeugt. Du schiebst die Ellenbogen weit nach vorne und öffnest hier.
Dein Brustbein hebt sich weit nach oben an, hebt das Kinn mit an. Die Ellenbogen wollen immer weiter nach vorne, die Hände, Unterarme klappen nach hinten. Dann jetzt von hier tief einatmen und mit der Ausatmung saugt den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Über die Seite die Arme lang nach vorne bringen, runde dich hier. Dann einatmen, wieder über den Kopf öffnen, Brustbein heben und ausatmen, Bauchnabel wieder einsaugen, nach vorne unten. Wieder einatmen, öffnen, ausatmen, runden. Einatmen, öffnen. Ausatmen, runden. Einatmen, wieder öffnen. Versuche hier wirklich den kompletten Bewegungsradius auszunutzen. Ausatmen, runden. Ein letztes Mal. Und wieder runden. Einatmen, die Arme jetzt lang gerade nach oben heben. Leg die Handflächen zusammen und ausatmen, beug die Arme. Du willst deine Handflächen hinten zwischen deine Schulterblätter bringen oder in deinen Nacken. Heb dein Kinn an. Die Oberarme möchten so eng wie möglich an deinem Kopf sein. Schieb die Schultern jetzt hier mal weit nach oben zu den Ohren, also die Ellenbogen richtig nach oben Richtung Decke schieben. Dann von hier verschränk die Finger ineinander und leg die Hände jetzt an deinen Hinterkopf. Die Ellenbogen richtig zur Seite öffnen, mach hier nochmal das Brustbein heben, einatmen. Und jetzt mit der Ausatmung fängst du vom Kinn an, dich zu runden und langsam abzurollen. Dabei kommen die Ellenbogen eng zueinander. Wirbel für Wirbel rollst dich ab. Du möchtest deinen Kopf zu deinen Knien bringen. Und wenn du dann dort bist, einatmen, mit dem Rücken lang ziehen und mit geradem Rücken nach oben kommen. Einatmen, hier wieder öffnen. Ausatmen, Wirbel für Wirbel runden. Mach dich ganz klein, roll dich zusammen wie so eine kleine Schnecke. Dann hier lang ziehen, Flatback. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, wieder Wirbel für Wirbel einrollen. Flatback, einatmen, komm nach oben. Ein letztes Mal hier. Einatmen. Lass die Hände verschränkt, streck jetzt wieder die Arme, komm hier in deinen Pistolengriff. Also nur die Zeigefinger strecken, der Rest der Finger ist verschränkt. Zieh die Schultern weit nach oben, öffne dich hier richtig, Kinn heben. Die Arme wollen so weit hinter deinen Kopf wie möglich. Und tief einatmen, mit der Ausatmung jetzt von hier den Rücken runden. Komm in deinen Vierfüßlerstand, setz die Hände vorne an. Zieh den Bauch hier lang in deine Kuh und ausatmen, Katze, Rücken rund. Einatmen, hier wieder Kuh lang ziehen und ausatmen, runden. Jetzt lass eine kleine Wellenbewegung draus entstehen. Einatmen. Öffnen und dann wieder rund werden. Die Bewegung kommt wirklich hier primär aus dem Becken. Wieder runden und dann mit der nächsten Einatmung lässt du dein Becken tiefer sinken. Fast bis du hier in so eine kleine Kobra heraufschauenden Hund kommst und dann ausatmen und schieb dich wieder zurück. Wieder einatmen, über die Wellenbewegung nach vorne hier öffnen und dann mit dem Endpunkt wieder zurückschieben.
bis nach hinten auf die Fersen. Einatmen, wieder nach vorne, lass die Bewegung größer werden. Ausatmen, schieb dich wieder zurück. Nochmal einatmen, nach vorne rollen. Und jetzt beug die Beine mit an. Lass dein Becken hier ganz tief sinken, beug die Arme. Ausatmen, wieder zurück, Position des Kindes. Einatmen, wieder nach vorne, die Beine mitgebeugt, nach vorne führen. Cobra. Und wieder zurück, ausatmen. Noch einmal einatmen, nach vorne. Cobra mit gebeugten Beinen. Dann lass den Oberkörper tief sinken, lass die Beine noch gebeugt. Und jetzt einatmen, hier wieder rollen, nach oben aufrollen in die Cobra. Und dann von hier jetzt drück dich zurück. Ausatmen, dein rechter Unterschenkel klappt nach außen auf, du kommst auf deine rechte Hand und öffnest hier nach links. Also dein linkes Bein ist jetzt gestreckt, dein linker Arm ist gestreckt. Du bist hier in so einer Seilstützvariante. Streck dich richtig lang, zieh die Flanken in die Länge. Wenn hier tief einatmen, mit der Ausatmung setz jetzt deinen linken Fuß auf der Höhe von deinem rechten Knie ab. Und dann komm hier in so einen Halbmond mit deiner Körperseite, schieb die Rippen richtig weit nach oben raus. Und dann von hier runde deinen Oberkörper und führe den linken Arm unter den rechten Arm hindurch. So weit, wie es dir möglich ist. Dann einatmen, wieder öffnen, das linke Bein mit anheben, streck dich nochmal. Und jetzt von hier das linke Bein gestreckt in so einem Halbkreis nach vorne führen und vorne auf der Matte absetzen. Der rechte Unterschenkel kommt dabei wieder zurück auf die Matte, dass du hier in so einem schönen tiefen Ausfallschritt bist. Einatmen, öffne dich. Du willst auch hier mehr in so eine Rückbeuge kommen, das Brustbein heben. Die Zehen vom rechten Fuß sind aufgestellt. Und dann mit der Ausatmung streck jetzt dein linkes Bein und führe deine linke Hand zu deinem rechten Knie unterm Körper hindurch. Beide Beine so kraftvoll wie möglich strecken. Dann Achtung, von hier. Der linke Arm kommt wieder über vorne nach oben. Du kommst ganz hoch im getwisteten Krieger. Und dann hier Rückbeuge. Die linke Hand kommt an dein rechtes Bein. Lehn dich zurück. Dann komm wieder nach oben. Getwisteter Krieger. Und jetzt drehst du dich nach rechts. Zur rechten Schulter hin und setz dich hier tief, Skandasana. Das heißt, dein rechtes Bein beugt, dein linkes Bein ist gestreckt. Du setzt dich aber nicht hin, sondern hockst dich hier so tief, wie es geht. Wenn möglich, die rechte Ferse abgesetzt, ansonsten die Ferse angehoben lassen. Du kannst hier bleiben oder einatmen. Beide Arme strecken. Der rechte Oberarm ist innen am rechten Knie, am rechten Oberschenkel. Wenn du hier noch etwas weitergehen möchtest, kannst du auch mal versuchen, jetzt hier zu binden. Das heißt, beide Arme rotieren nach innen. Du greifst über innen, also über den inneren rechten Oberschenkel mit deinem rechten Arm nach hinten an deinen Rücken. Und mit der linken Hand versuchst du dann deine rechte Hand zu greifen, die ineinander zu verschränken und dich dann hier noch mehr zu öffnen. Langsam die Hände wieder lösen, öffne, einatmen und jetzt ausatmen, komm hier in deine gekrätschte Vorbeuge in die Mitte. Spann hier kurz den Oberkörper und dann dreh deine Fersen nach innen und dann mit der Einatmung roll dich nach oben auf, öffne die Arme zu den Seiten. Und jetzt darfst du dich mal kurz wie eine Balletttänzerin fühlen. Mit der Einatmung den linken Arm nach rechts führen. Lehn dich auch hier zur Seite, den rechten Arm über den Kopf.
Ausatmen nach vorne, runden und einatmen zur anderen Seite öffnen. Und in die Mitte kommen, aufrichten. Noch einmal einatmen, nach links rüberlehnen. Der linke Arm zeigt nach rechts. Ausatmen, vollen Körper führen. Einatmen zur anderen Seite und aufrichten. Jetzt von hier die Arme zusammenführen und dann willst du wie so eine Schleife wieder öffnen. Also von hier die Arme zusammen, dabei kommen die Fersen nach außen, Flatback, die Arme zur Seite strecken. Wir machen das noch einmal. Die Fersen nach innen drehen, die Arme sind geöffnet, du bist in der Position. Jetzt wieder die Arme ausatmen, vom Körper einmal überkreuzen, drehen zur Seite, öffnen, Flatback, hier einatmen. Und dann setz deine Hände vorne ab, dreibeiniger Hund, atme ein. Und jetzt öffne dich hier zur Seite, die rechte Ferse nach rechts absetzen. Du kannst hier entweder in so eine einfache Seitplanke kommen, mit beiden Beinen aufgestellt, ein Fuß innen an den Oberschenkel, den linken Arm nach oben strecken. Oder aber du beugst dein rechtes Bein und kommst hier in deine Adlerbeine sozusagen, also dein linkes Knie legst du über dein rechtes und vielleicht kannst du deinen Fuß auch in der Wade einhaken und dann streck dich auch hier wieder. Du merkst vielleicht, der Flow ist sehr auf die Körperseiten fokussiert, was ja sowieso mein Liebling ist in der Yoga-Praxis. Und dann kannst du hier vielleicht auch mal mit deiner linken Hand deinen rechten Oberarm greifen, dich noch mehr öffnen. Und dann langsam lösen. Das linke Knie wieder anheben. Komm hier in deine Seitplanke. Streck dein rechtes Bein. Dein linkes Bein, dein rechtes ist die ganze Zeit gestreckt. Und dann setz die linke Hand vorne ab. Dreibeiniger Hund, das linke Bein bleibt oben. Du drehst einfach nur wieder zurück. Ausatmen, setz den Fuß ab. Herabschauender Hund. Und dann mit der Einatmung roll dich nach vorne, Planke. Schieb dich hier wieder über den Entenpo zurück, herabschauender Hund. Noch einmal einatmen. Und ausatmen, zurückschieben. Ein letztes Mal. Und wieder nach hinten. Und dann setz die Knie ab. Schieb dich auf die Fersenposition des Kindes. Wir gehen das noch einmal auf der anderen Seite durch. Ich versuche jetzt schon ein bisschen weniger zu erklären. Dann hier mit der Einatmung roll dich auf Vierfüßlerstand. Lass dein Becken nach vorne sinken, die Beine beugen. Cobra mit gebeugten Beinen. Ausatmen, schieb dich wieder zurück. Einatmen, wieder nach vorne. Becken sinken lassen. Und jetzt vorne hier, linken Oberschenkel nach links aufklappen. Du schiebst dich zurück, streckst dein rechtes Bein in der Luft und deinen rechten Arm. Zieh dich hier richtig lang. Und dann setz den rechten Fuß auf Höhe des linken Knies ab. Komm hier auch in deine Seitöffnung. Tief einatmen, ausatmen, runde den Oberkörper für den rechten Arm unter dem linken hindurch. Einatmen, wieder öffnen, das rechte Bein mit anheben. Streck dich nochmal. Und dann das rechte Bein gestreckt über vorne zur Matte führen. Den linken Fuß wieder auf der Matte raufsetzen. Dann öffne dich auch hier. Brustkorb weit öffnen. Einatmen, mit der Ausatmung beide Beine strecken, schieb dich zurück, deine rechte Hand möchte zum linken Knie. Und dann mit der Einatmung komm nach oben, Krieger Twist und lehn dich direkt zurück hier in eine leichte Rückbeuge in dem Twist. Und mit der Ausatmung wieder lösen. Setz dich langsam zurück. Das linke Bein beugt, jetzt das rechte ist gestreckt. Skandasana. Du
kannst du die Handflächen aneinander legen oder auch hier einatmen und die Arme wieder öffnen. Wenn du weitergehen willst, mit der nächsten Ausatmung die Hände hier wieder verschränken. Schau hier wirklich, was dein Körper heute zulässt, wie es dir heute geht, wie du dich fühlst. Und dann löst die Hände wieder voneinander. Einatmen, komm in die gekrätschte Vorbeuge hier. Ausatmen, tief nach unten entspannen. Auch eine lustige Position. Und dann dreh die Fersen hier wieder nach innen und einatmen, komm nach oben. Lehn dich jetzt nach rechts. Öffne hier wieder unsere schönen Ballettarme. Ausatmen, nach vorne runden. Einatmen, wieder zur anderen Seite öffnen. Und nach oben aufrichten. Auch hier noch einmal nach rechts lehnen. In die Mitte kommen. Und wieder öffnen. Nach oben. Und dann jetzt wieder hier die Arme nach vorne kreuzen. Dabei die Fersen nach außen drehen. Flatback. Einatmen. Ausatmen. Vorbeuge. Dreh dich nach vorne. In den Sprinter. Dreibeiniger Hund. Atme ein. Und ausatmen, Seitplanke, deine Variation, entweder wieder mit Adlerbeinen. Öffne dich hier. Dann langsam das rechte Bein wieder entknoten, nach oben heben. Auch hier richtig schön öffnen. Das Bein langsam strecken. Und die rechte Hand wieder vorne auf der Matte aufsetzen. Dreibeiniger Hund. Den Fuß absetzen. Herabschauender Hund. Einatmen. Roll dich nach vorne. Ausatmen. Zurückschieben. Einatmen. Vierfüßlerstand. Ausatmen. Position des Kindes. Und langsam hier. Aufrollen. Wir machen jetzt den Flow einmal fließend durch. Wenn du dir noch gar nicht ganz sicher bist von den Übungen, von den Abfolgen her, dass alles noch nicht sitzt, dann übe es ruhig noch ein paar Mal für dich, dass es auch wirklich dann fließt, weil ich leite jetzt nicht mehr viel an, wir halten nicht mehr so lange, sondern wir versuchen uns wirklich so fließend wie möglich durchzubewegen. Und von daher, geh ruhig gerne nochmal für dich durch, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist. Ansonsten gerne kurz was trinken, komm in die Position des Kindes und dann lass uns anfangen. Die Arme sind nach vorne ausgestreckt. Mit der Einatmung roll dich auf Vierfüßlerstand. Komm in deine Kobra mit gebeugten Beinen. Ausatmen, zurückschieben, Kind. Einatmen, wieder nach vorne die Beine gebeugt. Und dann ausatmen, rechten Unterschenkel ausklappen, Seitbeuge hier, streck dich. Ausatmen, setz den Fuß ab, schieb die Rippenbögen nach oben. Einatmen, bleiben und ausatmen, den linken Arm unter dem rechten durch. Einatmen, wieder öffnen, das linke Bein mit heben. Ausatmen, setz den linken Fuß weit vorne auf der Matte ab, öffne dich mit der Einatmung. Ausatmen, beide Beine strecken. Einatmen, Krieger Twist, lehn dich zurück. Und ausatmen, Skandasana, nach rechts setz dich tief. Einatmen, die Arme öffnen. Ausatmen, bind dich hier, wenn du möchtest. Einatmen, wieder lösen, öffnen. Und ausatmen, gekrätschte Vorbeuge in die Mitte. Die Ferse nach innen, roll dich auf, atme ein. Und zur Seite gehen, nach links. In die Mitte. Öffne nach rechts, einatmen, aufrichten. Mit der Ausatmung die Arme überkreuzen, Flatback. Und entspannen, dreh dich nach vorne, Sprinter. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, deine Seitplanke.
Gerne Adlerbeine hier. Öffne dich, wir bleiben hier einen Moment. Einatmen, das linke Bein wieder heben. Das Knie weit nach oben schieben, noch mehr öffnen. Dann streck dein linkes Bein. Und ausatmen, dreibeiniger Hund hier. Noch mal mehr öffnen. Und mit der nächsten Ausatmen herabschauen und setz den Fuß ab. Einatmen, nach vorne rollen, Planke. Ausatmen, schieb dich zurück. Nochmal einatmen, nach vorne rollen, Planke. Ausatmen, zurück. Ein letztes Mal einatmen. Ausatmen, nach hinten schieben. Und dann mit der Einatmung setz die Knie ab. Ausatmen, Position des Kindes. Noch einmal hier tief ein und aus. Und dann mit der nächsten Einatmung roll dich wieder auf Kobra-Beine beugen. Ausatmen, schieb dich zurück. Einatmen, wieder aufrollen, Kobra-Beine beugen. Und linken Unterschenkel ausklappen, Seitöffnung. Setz den Fuß ab. Den rechten Arm unter dem linken hindurch aus. Einatmen, wieder öffnen, das rechte Bein mit heben. Und ausatmen, setz den Fuß nach vorne auf der Matte ab. Einatmen, hier öffnen. Ausatmen, beide Beine strecken. Einatmen, komm hoch. Twist und reverse euer Hirn ein. Und ausatmen, Skandasana, das linke Bein beugen, die Arme öffnen. Einatmen, ausatmen, vielleicht auch hier binden. Wieder lösen, atmen ein. Ausatmen, gekrätschte Vorbeuge. Die Fersen nach innen drehen, einatmen, roll dich auf. Und ausatmen, nach rechts rüberlegen. In die Mitte. Einatmen, nach links. Und nach oben kommen. Und dann hier wieder die Arme überkreuzen, Fersen nach außen, Flatback. Ausatmen, nach unten entspannen. Wander nach vorne, einatmen, Sprinter lang ziehen. Und dann dreibeiniger Hund, heb das Bein nach hinten oben an. Komm in deine Seitplanke. Gerne Adlerbeine, wenn du möchtest. Wieder lösen, das rechte Knie heben, öffne dich hier noch weiter. Das Bein strecken und umsetzen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, herabschauen. Der Einatmen, roll dich nach vorne, Planke. Ausatmen, zurückschieben. Nochmal einatmen, nach vorne, Planke. Ausatmen, zurück. Einmal noch einatmen. Und wieder aus. Und dann mit der Einatmung setz die Knie ab, Vierfüßlerstand. Ausatmen, Position des Kindes. Machst dich hier gemütlich. Die Arme lang nach vorne ausgestreckt. Entspann hier deinen Kopf, deinen Nacken. Wenn du möchtest und den Flow wieder so aus dem Kopf reproduzieren kannst, dann kannst du ihn jetzt gerne noch ein, zwei Mal für dich machen. Ansonsten bleibe einfach hier im Kind. Du kannst die Arme dann auch wieder gerne lang neben den Körper nach hinten legen. Dann roll die Stirn von einer Seite zur anderen.
Atme hier in der Mitte ein. Dann finde hier im Kinn eine Position, die für dich angenehm ist. Vielleicht möchtest du die Knie etwas weiter öffnen oder schließen. Leg dich hier so hin, dass du entspannen kannst. Wenn es dir schwerfällt, dein Gesäß nach unten zu bringen auf die Fersen, kannst du dir auch eine Decke oder ein Kissen zwischen Wade und Oberschenkel legen. Dann beruhige deine Atmung hier. Wenn du bereit bist, roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf, komm auf deinen Fersen zum Sitzen. Kreis nochmal die Schulter. Schultern einatmen, hoch zu den Ohren und mit der Ausatmung lass sie mit einem Ruck nach unten sinken. Nochmal einatmen und aus. Ein letztes Mal. Danke, dass du den Flow mit mir praktiziert und geübt hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann like gerne das Video, abonniere meinen Channel oder schreib mir einfach einen Kommentar, eine Nachricht, wenn du dir mehr von diesen Flows wünschst. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Namaste.